Trotz scheinbarer Gelassenheit liegt Anspannung in der Luft. Für die 18 jungen Frauen, die zur Wahl der Misszelle online angetreten sind, wird es heute ernst. Denn nur 12 von ihnen kommen nach dem Casting im Wirtshaus Theas weiter. Wer es in den Recall schafft, entscheiden an diesem Abend über 2600 abgegebene Leserstimmen sowie eine Fachjury. Nach einem Fotoshooting und einer kurzen Vorstellung der Mädels, moderiert von der amtierenden Misszelle online, geht es auf den gedachten Laufsteg quer durchs Wirtshaus und bis vor die Tür. Dabei gilt es auch, das anwesende Publikum zu überzeugen. Denn neben dem Casting zur Misszelle online geht es heute noch um den Titel Miss Tears 2013, gewählt von den anwesenden Gästen des Wirtshauses. Der Schönheitswettbewerb ist eine Aktion der Zellischen Zeitung in Zusammenarbeit mit diversen Sponsoren. Olena! Schließlich steht fest, Olena Ivanova ist die neue Miss Tears. Vielleicht ein gutes Omen für die Misszelle Online-Wahl? Noch heißt es abwarten. In Kürze wird das Ergebnis der Juryauswahl bekannt gegeben. Für die Top 12 stehen bis Ende September noch Fotoshootings und verschiedene Veranstaltungen an. Hier können die Mädels dann noch einmal kräftig für sich werben, bevor die neue Misszelle Online 2013 gewählt wird.